Jens, warte mal. Ich sehe hier gerade unsere Überspannungsschutzgeräte. Ja. Und da habe ich eine Frage per Mail bekommen. Und da ging es um die Ableiterprüfung. Wie oft die geprüft werden müssen und wie das funktioniert. Ja, okay. Das ist eine gute und berechtigte Frage. Sind ja Schutzgeräte, die müssen regelmäßig geprüft werden. Kann man im einfachsten Fall mit Hilfe der Sichtprüfung machen. Dafür haben die eine Statusanzeige. Und wenn dich interessiert, wie so eine Statusanzeige funktioniert, dann kann ich dir das zeigen. Ich habe ein Klarsichtmuster. Komm mal mit. Ich zeige dir das mal. So, Jens, ich habe hier das Klarsichtmuster, worüber wir ja eben gesprochen haben. Ja. Das ist von mal von so einem Typ-2-Ableiter. Und hier ist ja in dem Stecker ist so ein Varistor drin. Und dieser Varistor hängt zwischen Phase und Neutralleiter. Und du siehst, auf der Rückseite haben wir hier die Abtrennvorrichtung. Mhm. Das ist letztendlich hier so ein Niedertemperaturlot, was sich erhitzt, wenn hier ein Strom drüber fließt. Und zwar ist es so bei Varistoren, wenn sie sehr, sehr häufig arbeiten, werden sie immer niederohmiger und dann fängt natürlich an, Leckstrom zu fließen. Bevor dann was Schlimmes passiert, lötet er sich frei und trennt sich hier ab. Und zwar ist dieser Schieber hier, dieser schwarze, federnd gelagert. Das heißt, er wird in diese Richtung gedrückt, damit trennt er ihn vom Netz. Gleichzeitig wird hier oben die Farbe geändert, zwar von grün auf rot. Und hier unten ist eine kleine Öffnung, die wir für den Fernmeldekontakt benötigen. Hier ist also ein Mikroschalter drin. Mhm. Für den Fernmeldekontakt. Damit kann ich dann zum Beispiel auf eine Steuerung gehen und kann von Weitem halt sehen, wie ist der Status von meinem Überspannungsschutz. Und dadurch, dass das durch diese Blitzschutznorm, die 085305 ja gefordert ist, diese Sichtprüfung, die muss man also spätestens nach 2 Jahren, abhängig von der Blitzschutzklasse und so weiter, durchführen, gibt es natürlich auch bei weiteren Serien diese Statusanzeige, also auch im MSR-technischen Bereich, wie hier zum Beispiel TTC oder hier die PTIQ-Serie, da ist die Statusanzeige mit integriert, sodass man halt der Forderung der Norm gut nachkommen kann. Okay. Und bei Ableitern, die keine Statusanzeige haben, bei älteren Modellen oder so? Genau. Bei der Vorgängerserie zum Beispiel, hier bei der PT-Serie, war es ja so, die hatte keine Anzeige. Mhm. Und da gibt es die Möglichkeit, mit Hilfe von dem Checkmaster das Ganze zu prüfen. Ich zeige dir das mal an diesem Beispiel. Hier ist ein Barcode-Scanner dran. Ja. Damit kann man hier das Produkt einscannen. Er hat das erkannt. Ja, den Stecker, ja. Genau. Dann stecken wir den hier rein. So. Und Test starten. Und du siehst relativ schnell, es ist ein Bauteil drin, deswegen geht das auch so schnell. Du siehst halt gleich hier, es ist in Ordnung, der Ableiter ist okay, kann also weiterhin in der Anlage verbleiben, Schutz ist weiterhin gewährt. Das ist einfach. Also bei der Sichtprüfung am Gerät, entweder ob er grün oder rot ist, defekt oder funktionstüchtig, oder mit Geräten mit diesem Checkmaster in der Anlage prüfen, das ist einfach. Genau. Vielen Dank. Gerne.